Yay! Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Telespiele mit sowas von einem persönlichen Favorite von mir, das geht auf keine Kuhhaut. Und zwar spielen wir heute Space Taxi, ein Spiel, das mich sowas von beeinflusst hat damals. Ich wollte Taxifahrer werden, bin es leider nicht geworden, aber ich wurde auch kein Astronaut, denn das beides verbindet dieses Spiel. Und es war so schwer, diese Sendung vorzubereiten. Ich habe zu Hause einen C64, das ist der hier, bei dem die 7 ab ist. Den habe ich schon seit 1000 Jahren circa, dann kam der nämlich raus, nämlich das war irgendwie ganz, ganz früher. Und dieses Teil ist leider irgendwie im Arsch. Und dann habe ich gesucht und gesucht und keinen neuen bekommen, habe aber zufällig von einem werten Dennis Held auch ein Geschenk bekommen. Der war aber auch im Arsch. Dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Und dann haben wir noch so ein SX64 gehabt, das ist der mit integriertem Monitor, der war auch im Arsch. Aber dann kam der gute Marc aus der Technik und hat mir einen vermacht sozusagen für die Sendung und der funktioniert tatsächlich. Deswegen steht dem heute nichts im Wege, mit einer Runde Space Taxi zu spielen, und zwar mit einem sehr ehrenwerten Gast, dem Eddie, der später noch dazu kommen wird. Aber vorher werden wir uns hier mal ein bisschen einstimmen auf die Jahre in den 80ern. Was war denn da so, als man Space Taxi gespielt hat? Was ging da so ab? Wow, und da ist der Eddie schon da, bereit für seinen Auftritt, mit mir eine Runde Space Taxi zu spielen. Yay, willkommen. Achso, nee. Ja, danke. Hast du es gerade gesehen? River Raid. River Raid, klar. Erstes indiziertes Spiel überhaupt. Abgefahren. Ist das immer noch indiziert? Es ist immer noch indiziert. Oh, nee, ich glaube, warte. Doch, es ist nicht mehr indiziert, weil es kam für PlayStation 2 neu raus. Ja. Und da wurde es neu eingereicht, wurde nachgefragt und jetzt hat es eine Freigabe bekommen. Ich habe da nämlich was notiert, das ist total abgefahren. Damals, 1984, als es rauskam, hat die BPJS hieß sie ja noch damals, folgende Begründung abgegeben. Und zwar, pass auf, Jugendliche sollen sich in die Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichters hineindenken. Hier findet im Kindesalter eine paramilitärische Ausbildung statt. Bei älteren Jugendlichen führt das Bespielen zu physischer Verkrampfung, Ärger, Aggressivität, Fähigkeit im Denken und Kopfschmerzen. Ja, das stimmt. Schlimm, das ist oder? Genau der gleiche Text, der auch bei Quake 3 steht. Ja, das ist der Stand. Die haben immer nur so ein Formular für indizierte Spiele. Ah, Krämpfe, Kopfschmerzen, ja, Gefährdung. Ja, ja, mittlerweile kann man spielen, aber das nicht heute. Wir werden Space Taxi spielen. Ja, super geil. Ich weiß nicht, was dagegen spricht, das direkt anzufangen. Ich habe so Bock. Ja, gar nicht. Space Taxi war eines der geilsten Spiele überhaupt für C64. Ja. Auch eines meiner Lieblingsspiele mit Whizball und International Karate Plus und Last Ninja. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll bei der Liste meiner Lieblingsspiele von C64, deswegen... Also das war so eine Zeit, so C64, da hat man Spiele nur am Cover gekauft, ne? Ja. Da gab's ja nicht so, es gab die ASM. Ja, vor allem, ich konnte noch nicht so richtig lesen, fast. Ja, vor allen Dingen, man hat sich auch gar nicht, also man wäre nicht auf die Idee gekommen, sich in der Zeitschrift dafür zu informieren, sondern man ist in den Laden gegangen, hat irgendwie gesehen, wow, da sind irgendwie coole Figuren drauf oder so, und dann hat man das Spiel gekauft und am Ende war es dann scheiße. Bei mir war es zum Beispiel Maniac Mansion, was man hier sieht, das ist tatsächlich noch mal mein sozusagen das erstes Stück Software, was ich damals gekauft habe, hier die Original-Disc und genial, ein Stück Geschichte, die ich nicht wegwerfen darf, aber ich drück mal hier den Super-Button. Drück mal den Super-Button. Und wir machen Select Number of Cabbies 2. Oh, wie gut das ist. Wir fangen mal mit der Morning Shift an, oder? Das Spiel ist ja sauschwer, also beziehungsweise wird sauschwer. Wird verdammt sauschwer. Insofern kann man da ruhig mal langsam anfangen. Genau, es gibt 24 Level plus ein Geheimlevel und die einzelnen Schichten, nämlich die Tagschicht, Morgenschicht oder Nachtschicht, sind dann jeweils 8 Level lang. Und die Morning Shift, die wir jetzt spielen, ist die erste. Möchtest du anfangen? Nee, fang du ruhig an. Ah. Ich lass dir den Vortritt. Okay, der erste ist ja noch ganz easy. Ah, wie gut das funktioniert. Und vor allem die Sprachausgabe. Das Spielprinzip ist ja, kennst du noch Hero? Hero? Hero für C64? Ja klar, wo man die Dynamitstangen immer legen musste und dann mit dem Jetpack wegfliegen musste. Erinnere ich mich gerade nicht dran. Was, Hero? Das ist doch der Klassiker hier. Gab's doch für Atari 2600. Hat auf jeden Fall original den gleichen Soundeffekt. Es gibt ja auch immer nur einen Soundeffekt. Naja, also. Ich glaube, das ist also mit das erste Mal, wo ich Sprachausgabe gehört habe, war hier und bei Turrican. Wobei man das bei Turrican nicht verstehen könnte. Da hat er nur am Anfang des Spiels gesagt, Turrican. Und man dachte nur, yeah. Eddie, du darfst doch die Stelz nicht ausfahren, wenn du noch nicht landest. Alter, der hat mich da reingezogen. Nochmal. Na, sobald du die Stelzen benutzt, kannst du nämlich nicht mehr horizontal lenken. Hey, Mann! Bro! Ah, nicht schlecht. Man kann auch richtig hören am Sound, ob das eine weichte Landung war oder Ich glaube, man kriegt auch mehr Kohle, wenn man näher an dem Typen parkt. Ja, genau, weil er braucht dann nicht so viel Zeit, um zum Cap zu gelangen. Und das war gut. Das hat man jetzt gar nicht kommen sehen, dass der daneben geht.
So, jetzt hab ich's. Jetzt hast du's raus. Das ist ja ganz einfach. Ja, man muss dazu sagen, Eddie hat das jetzt nicht großartig vorher geübt, sondern das ist 20 Jahre her. Ich hab's vorher nochmal gespielt, um zu checken, ob alles funktioniert. Aber ich bin auch draufgegangen die ersten Male wieder. Ja, der Joystick wird auch gerade bewundert. Das ist der Original. Das gibt's nicht. Was ist denn das für eine Kollisionsabfrage? Eine unglaublich präzise. Pixel für Pixel. Du enttäuschst mich gerade. Ja, so letzter Versuch, dann darfst du wieder. Nee, du hast noch zwei Caps. Hast du gesehen? Mehr kann man gar nicht mehr parken. Ja. Mehr Kohle kriegt man aber, wenn man sanft landet beim Rauslassen des Fahrgasts. Yay! Das war wieder nicht schlecht. So, jetzt kommt der nächste Level. Ey, das macht wirklich unglaublichen Spaß. Ja, vor allem lustig, damals musste das immer noch nachladen. Jetzt lädt die Floppy da vorne, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Die macht und das dauert dann manchmal Ewigkeiten. Dieses Geräusch von der Düse, von dem Taxi, das hört sich an wie beim Zahnarzt. Muss man drauf achten, wenn die abgesaugt. Ja, wenn sie absaugen, ne? Ich war neulich beim Arzt. Erzähl. Ja, das ist vielleicht ganz interessant. Nicht wirklich, aber ich war beim Arzt, weil ich Schmerzen an den Mandeln hatte und da geben die ja immer mit diesem Holzstab, drücken die Zunge runter, ne? Ja. Hat er gemacht und während er es gemacht hat, hat der Depp mir eine Frage gestellt. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Und er hat es aber nicht gerafft und ich dachte, und er fragt, hat dreimal gefragt, während ich es mit diesem Stab, der meine Zunge runterdrückt, und ich habe dann irgendwann so, seit wann haben Sie das denn? Ich so, und er dann so, oh, Entschuldigung. Was für ein Depp, oder? Ich muss mir mal empfehlen. Das ist wirklich, ist mir noch nie passiert. Oh, Mist, die Stelzen ausmachen. Komm, ja. Oh, super. Na, was jetzt? Oh, den Level auch schon geschafft. So, das verfahren wir jetzt noch hoch hier. Super. Super. Und jetzt kriegst du noch mal eine Prise Musik dran. Geliefert. Komm. Ne, du bist dran, wir sehen uns gleich wieder. Musik von 1984. Zieht euch das rein. Meine Güte, ja okay, die Musik, Alter. War ja auch nochmal ein Ding an sich, aber was der Eddie hier gerade hinlegt. Ich versteh's nicht, eben hat's auch die ganze Zeit geklappt. Es hat doch nicht geklappt. Warum bist du jetzt tot, weil nichts geklappt hat? Ja, ich meine im Level davor. Da hast du 4 Leben verloren im Level davor. Wir werden gleich nochmal. Wie soll man auch gescheit was spielen, wenn die Pet Shop Boys im Hintergrund laufen? Waren das die Pet Shop Boys? Nee, ich glaube, das war Depeche Mode. Und ist das gleiche. Frank Goes to Hollywood, oder wie die heißen. Relax, don't do it, where you wanna go. So, okay, das ist der dritte Level, Skyscraper, erstes Pad. So, ich zeige dir mal, wie ein Pro das macht. Geile Sprachausgabe. Ja, du sagst das so mit so einem leicht abwertenden Ton, aber das war ja damals, hat einen das vom Hocker gehauen. Ich meine, wie lange hat es gedauert? 10 Jahre, bis die ersten CD-ROMs kamen mit besserer Sprachausgabe? Ja, das muss halt nochmal gesagt werden. Ich meine, heutzutage, wenn man das hört, würde man wahrscheinlich 2 Stunden am Kabel wackeln, in der Hoffnung, dass es besser wird. Ja. Ich weiß nicht, ob du es merkst, aber es war doppelt revolutionär. Weil es war nicht nur Sprachausgabe, sondern es war nur ein Soundfile. Aber das wurde in der Höhe verändert, sodass du denkst, du hast eine andere Stimme. Guck mal hier, die tiefe Stimme gerade. Das ist ein ganz anderer Typ. Ja. Das ist das echte böse Type. Ah! So. Pad 5. Später muss man auch noch tanken. Da kommen wir auch noch zu. Sieht man unten in der Mitte. So geil, der Brotkasten, oder? Ich habe ja nicht Erinnerungen wach. Kennst du das? Ich habe das immer im Keller gespielt. Und der Keller nahm den Geruch dieser Technik an, die ja monströs war. Und wenn ich das jetzt noch kriege, ich so ein Flashback, als wäre ich kurz wieder 6 Jahre alt. Ein Kumpel von mir, besser gesagt mein Nachbar, der hatte halt den Datasettenspieler, den wir ja auch hier da vorne stehen haben. Ja. Und das war halt geil, weil diese Kassetten hatten immer so geile Cover. Ja, ich habe auch eine dabei. Die zeigen wir aber gleich später. Denn, ist nicht. Später. Vorher eine Runde Werbung. Also bis gleich.